Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Deutschland für die kommenden 3 Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen. Sie sind Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge notwendig, um Infektionsketten wieder nachvollziehen zu können. Denn ansonsten können wir immer nur nach einer kurzen Lockerung wieder zurückgehen in einen Lockdown. Und um das zu verhindern, ist der Versuch jetzt wichtig, wirklich nochmal deutlich runterzukommen. Merkel und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende sowie auf noch strengere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Private Treffen sollen jetzt nur noch mit einer Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, möglich sein. Die meisten Schüler und auch viele Kita-Kinder werden zudem wohl auch in den nächsten 3 Wochen noch zu Hause bleiben müssen. Schulen und Kindertagesstätten sollen bis mindestens Ende Januar weitestgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Außerdem sollen die Länder für Kreise, in denen sich binnen 7 Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben, den Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzen. Wer in einem solchen Corona-Hotspot lebt und sich weiter von seinem Zuhause entfernen will, müsste dafür dann einen triftigen Grund vorbringen, etwa die Fahrt zum Arbeitsplatz. Darüber, wie es ab dem 1. Februar weitergehen soll, wollen die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder am 25. Januar beraten.